Ja, das Thema Wut, Hass und Gewalt. Ich will erst mal kurz mich vorstellen, wer ich bin und wie es zu diesem Thema kommt. Ich bin Bruno Pesavento. Ich bin in meinem Hauptberuf Realschullehrer für Mathematik und Sport und habe 15 Jahre lang neben meinem Beruf in meiner Freizeit eine Praxis geführt für Gesundheitsberatung. Das Thema Wut, Hass und Gewalt habe ich natürlich mein ganzes Leben vor mir als Lehrer. Da sehe ich sehr viel Wut in den Schülern, Hassreaktionen, Gewalt in der Schule gegen Sachen, gegen Personen. Ich selber habe in meinem Leben sehr viel Gewalt erlebt, auch persönlich, schon ganz früh. Und der Untertitel für diesen Vortrag heißt normalerweise Erfurt, Winnenden, München, Ansbach, Punkt, Punkt, Punkt. Erfurt, Winnenden, Ansbach. Wer sich noch erinnert, sind die Amokläufe in den Schulen. Also ein Thema, das in den letzten Jahren in Deutschland sehr viel Aufsehen erregt hat. München war die Geschichte mit dem Herrn Brunner in der S-Bahn. In den ersten drei Orten, Erfurt, Winnenden, Ansbach, gab es natürlich Tote, teilweise viele Tote. Und was man in den Medien sieht, ist immer wieder und auch selber fühlt und erlebt die Hilflosigkeit, wenn diese Dinge plötzlich da sind. Wie geht man damit um? Dann für einige Zeit, solange das Thema aktuell ist, werden viele Ursachen gesucht, werden nach Schuldigen gesucht. Und irgendwann nach ein paar Wochen gerät alles wieder in Vergessenheit. In den Schulen natürlich sieht es so aus, dass man die ganzen Sicherheitseinrichtungen und so weiter überprüft oder überlegt, mit welchen Konzepten kann man sowas verhindern. Das führt zum Beispiel dazu, dass ich inzwischen für jede Stunde meinen Schlüssel in der Tasche haben muss, falls so ein Amoklauf an der Schule kommt, dass ich das Klassenzimmer von innen abschließen muss. Das ist für mich eine völlig neue Situation. Ich hatte nie einen Schlüssel im Unterricht normalerweise. Was soll ich damit? Käme gar nicht auf die Idee, ein Klassenzimmer abschließen zu müssen. Und jetzt muss ich's. Also muss ich umdenken. Ob dadurch mal was verhindert werden kann, bleibt dahingestellt. Mich selber hat vor allen Dingen Winnenden sehr berührt. Das war im Frühjahr, im März. In den Medien bekomme ich nicht sehr viel mit, weil ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ich habe zwar ab und zu mal in der Schule in die Zeitung reingeschaut oder im Internet mal eine kurze Nachricht. Was mich berührt hat, waren zwei Dinge. Einmal war dann am nächsten Tag vor der Schule waren diese vielen Blumen und Kränze und Kerzen. Und da war im Internet ein Schild, da stand ein Mann mit dem Schild, Gott, wo warst du? Also die alte Frage, wenn irgendwas passiert oder wenn was ganz Schlimmes passiert und es gibt Tote, auch dann die Pfarrer oder Priester am Grab, wie konnte Gott sowas zulassen? Die Frage kommt dann sehr schnell. Also dieses Schild hat mich beeindruckt und das zweite war ein Bild von der Scheibe in dem Autohaus, wo eben zwei starben, die Einschusslöcher der Kugeln. Und da waren Nummern, ich glaube 85, 86, 87. Das heißt, die Kripo hat dann die ganzen Schüsse, Einschusslöcher gezählt. Und da war mir plötzlich irgendwo bewusst, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, diese Zahl, das waren die ganzen emotionalen Verwundungen, die dieser Tim K. in sich getragen hat. Und die Schüsse waren nur der äußere Ausdruck. So verletzt muss dieser 17-jährige Junge gewesen sein. Jede dieser Kugel war für mich ein Symbol für irgendeine
emotionale Verletzung, die nie verdaut, die nie heilen konnte. Und der nächste Schritt, warum mich das so persönlich berührt hat, ich konnte in dem Moment spüren, ich muss, oder sowas fühlen, ich muss ähnliche Verletzungen haben und vielleicht sogar eine ähnliche Zahl. Das hat was in mir in Bewegung gesetzt und ich habe dann irgendwann vor ein paar Monaten beschlossen, einfach mal zu diesem Thema einen Vortrag zu machen, um das nach außen zu bringen und einfach mal tiefer in die Materie einzustecken. Ja, wie kommt es zu Wut, Hass und Gewalt? Was sind die Ursachen? Ich habe nur gemerkt, die Ursachen, die diskutiert werden, ja, Langeweile und Gewaltvideos im Fernsehen immer anschauen und sonstige Sachen, extensives mit dem Computer umgehen und ja, Videos mit Gewalt reinziehen, alles Mögliche, das allein kann es nicht sein, da muss was anderes drunter liegen. Und ich selber bin dabei, seit einigen Jahren mich mit meinen versteckten, verdrängten Emotionen zu befassen, mich ihnen zu stellen, mit der Wut und dem Hass und der Gewalt, die in mir steckt, mich mal anzufreunden. Und manchmal erschrecke ich, wie viel da in mir sich angestaut hat. Manchmal wundere ich mich, warum ich nicht schon längst irgendwann mal ausgeflippt bin und auch amok gelaufen bin. Dinge, die mir heute bewusst werden, manchmal, wenn das vor 40 Jahren passiert ist, ich wüsste nicht, ob ich in der RAF gelandet wäre. Ich kann nur sagen, ich hab mir schon sehr früh unbewusst ein gutes Kontrollsystem zugelegt, sodass ich nie Gewalt nach außen groß äußern musste. Ich habe das mehr in mich reingefressen. Die Gewalt in mir unter Verschluss gehalten. Und ich kann sagen, bis heute habe ich mehr oder weniger Glück gehabt, dass der Deckel nie explodiert ist. Weil Wut und Hass und Gewalt in mir sind da. Und wenn mehr Menschen beim Vortrag da sind, dann sage ich manchmal, wenn wir sehen könnten und fühlen könnten, wie viel Wut, Hass und Gewalt in uns steckt, wir würden entweder auf den Boden fallen und nur schreien oder wir würden davonlaufen oder vielleicht ist das ganze Potenzial so riesig, dass es uns fast umbringen würde in der Sekunde, wenn wir es fühlen könnten, was alles in uns aufgestaut ist. Und in diesen jungen Menschen, da muss einiges heftig an Dampf sich aufgebaut haben, wenn schon ein 17-Jähriger dann nachher seine Gewalt so äußert, dass er 15 Menschen umbringt. Gewalt hat in der Regel ein sehr zerstörerisches Potenzial. Wir zerstören entweder uns oder andere. Und das Thema Gewalt hat auch manchmal noch ein bisschen eine andere Sicht. Ich konnte es zum Beispiel auch sehen und teilweise fühlen in dem Tod von Robert Enke. Wenn jemand selber sein Leben beendet, tut er sich in irgendeiner Form Gewalt an. Und der Robert Enke hat nicht nur sich Gewalt angetan, sondern er hat dazu auch Gewalt ausgeübt. Da hat er wahrscheinlich dran gedacht, mit dem Lokomotivführer. Ich wurde natürlich in der Schule von meinen Schülern gefragt zu diesem Thema, Robert Enke, als es akut war, das hat ziemlich viele Emotionen hochgewirbelt. Und wenn solche Fragen kommen, gehe ich natürlich drauf ein, im Mathematikunterricht. Und einer meiner Schüler sagt,
Mein Vater ist auch Lokomotivführer. Dem ist das auch passiert. Wann immer der diese Strecke fährt, wann er in die Kurve kommt, läuft immer der Film ab. Und das ist heftig. Der Mann kriegt den Film nicht mehr aus dem Kopf raus. Und ähnlich wird es dem Lokomotivführer gehen, der Robert Enke überfahren hat. Ja, auch so kann sich Gewalt äußern, wo man nicht gleich daran denkt. Oder vorgestern im Radio war die A7 gesperrt, irgendwann südlich von Ulm. Geisterfahrer, Totalcrash, 2 Tote. Den Mann hat die Polizei schon gesucht, weil er Selbstmordabsichten geäußert hatte, aber sie sind zu spät gekommen. Der ist bewusst falsch auf die Autobahn eingefahren und hat einen Crash produziert. Und einen Vater von Familienvater auch mit in den Tod gezogen. Auch das ist eine Form von Gewalt. Und zunächst mal stehen wir alle hilflos dem gegenüber. Wie kann sowas passieren? Was geht in Menschen vor, die auf diese Weise Selbstmord machen und andere mit in den Tod reißen? Was geht in einem Attentäter vor? Was geht in jemanden vor, der sich vor einen Zug werft? Oder egal, wie jemand Gewalt gegen sich anwendet und sein Leben beendet? Ja, die Hilflosigkeit ist dann da. Und wir merken sehr schnell vom Verstand her, vom Intellekt her, finden wir keine Erklärungen, die so zufriedenstellen und die unsere Ängste und unsere Hilflosigkeit, unsere Ohnmacht in irgendeiner Weise beruhigen könnte. So eine Vorform von Wut und Hass ist vielleicht Ärger. Das richtet nicht so viel Schaden an zunächst. Und oben drüber, Wut und Hass kann sich in Gewalt entladen. Dazwischen können wir noch irgendwo die Rache ansiedeln. Gewaltanwendungen kommen sehr viel aus Rachegedanken. Dem werde ich es zeigen. Oder wir haben das Gefühl, wir müssen uns rächen. Rache, da wollen wir Vergeltung üben für ein erlittenes Unrecht. Manchmal auch ist es nur vermeintlich erlittenes Unrecht. Ein Teil in uns denkt, dem müssen wir es zeigen. Der hat meine Ehre in Dreck gezogen. Wir kennen die ganzen unheilvollen Verkettungen der Blutrache, was auch manchmal in unserem Land noch passiert, wenn eben Menschen aus anderen Kulturkreisen, bei denen Blutrache üblich ist, diese Gewalthandlungen hier machen und Menschen umbringen aus Blutrache. Wir als Deutsche haben da gar keine so richtige Beziehung. Das ist eigentlich nicht Teil unserer Kultur und trotzdem passiert es bei uns. Ja, wo liegt die tiefe Ursache? Wut, Hass und Gewalt produziert immer Opfer und Täter. Derjenige, der Wut ausgesetzt wird, der gehasst wird, gegen den Gewalt angewendet wird, ist das Opfer oder fühlt sich zumindest als Opfer. Der andere ist der Täter. Und Opfer, wenn das Ganze in den Rachekanal schwimmt, werden irgendwann wieder zum Täter. Die warten und suchen manchmal nur auf eine günstige Gelegenheit, aus ihrem Opferdasein auszubrechen, indem sie zum Täter werden. Und wenn dieses Wut, Hass und Gewaltpotenzial
sehr groß wird, dann entlädt sich in Kriegen. Religionskriege, Glaubenskriege, Krieg um Rohstoffe, Wirtschaftskriege. Die Frage ist, die heutige Form, wie Unternehmen miteinander umgehen, Wachstum, Unternehmen wachsen, geht meistens nur auf Kosten anderer, ob das nicht auch eine versteckte Form von Gewalt ist. Wenn ein Unternehmen das andere schluckt oder wenn irgendwo im gnadenlosen Wettbewerb einige nicht mehr mitkommen und dicht machen müssen, dann haben wir wieder Opfer. Oder die Menschen, die arbeitslos werden, fühlen sich als Opfer. Und haben einmal ganz schön Wut, wenn wir an die Menschen denken von Quelle, die dann auf die Straße gehen, ihre Wut äußern, oder Opel als Beispiele, die noch nicht so lang gewesen waren. Auch da kommt Wut hoch und die Hilflosigkeit, die Ohnmacht. Was steckt hinter diesem Wut, Hass und Gewaltpotenzial? Wut, Hass und Gewalt kommen sehr oft spontan, urplötzlich.